Die gute Nachricht nach dieser langen Nacht, die 15.000 Nordhäuser und einen Sprengmeister nicht schlafen ließ. 2.30 Uhr war der Spuk vorbei, die Bombe ist erfolgreich entschärft. Die schlechte Nachricht, so lange hätte es gar nicht dauern müssen. Einige Anwohner, die der Evakuierung partout nicht folgen wollten, hielten Feuerwehr und Rettungskräfte auf den Beinen. Um Mitternacht taucht sogar ein Unbekannter, einfach mir nichts, dir nichts, in der Gefahrenzone auf. Eine echte Probe für den Geduldsfaden der Einsatzkräfte. Die Entschärfung muss unterbrochen werden. Dann musste die Feuerwehr noch mal kommen, dann hat sich das alles ein bisschen verzögert. Aber es ist ohne Probleme gelaufen. Wir haben das Ding rausgekriegt, wir haben gesprengt. Auch nichts kaputt gegangen dabei. Wir haben Sprengmatten drauf getan. Und wir sind zufrieden. Der Innenminister und auch die Stadt Nordhausen kritisieren das Verhalten einiger scharf. Wer sich den Anordnungen von Einsatzkräften widersetzt, bringt nicht nur sich, sondern auch andere in Gefahr. Konsequenzen gibt es auf jeden Fall für die Menschen, die Polizei direkt aus ihren Wohnungen holen musste, also wo die Tür aufgemacht wurde. Tatsächlich musste ich mehrfach gestern Türöffnungen anweisen. Also sicherlich, da gibt es Konsequenzen im Bereich vom Ordnungsgeld oder. Ansonsten nicht. Für die Stadt im Norden ist es die größte Evakuierung in der neueren Geschichte, auch wenn man hier mit Bombenfunden vertraut ist, ein echter Kraftakt für alle. Den Vogel abgeschossen haben dürfte ein 34-Jähriger, der die Ausnahmesituation für einen Einbruch nutzte. Der Täter konnte noch in der Nacht gefasst werden.